50 Jahre Werkkreis Literatur der Arbeitswelt, das ist auf jeden Fall ein Festakt wert. Und zwar unabhängig von literarischer Qualität und Bedeutung, über die die Experten gerne streiten dürfen. Das Jubiläum ist ein Festakt wert, weil die Arbeiterliteratur ein eigenständiger und zeitgeschichtlich wichtiger Bestandteil der deutschen Literaturgeschichte ist. Und das gilt ganz besonders für die Ausprägung der Arbeiterliteratur, wie sie mit der Gruppe 61 und dann ab 1970 mit dem Entstehen des Werkkreises verbunden ist. Vor allem der Werkkreis hatte und hat den Anspruch, dass die Welt der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Literatur nicht nur vorkommt, sondern dass Arbeiterinnen und Arbeiter selbst Literatur schaffen. Und diesen Anspruch haben die mitwirkenden Autorinnen und Autoren mit überraschend großem Erfolg auch erfüllt. Viele von uns werden sich erinnern an die berühmten Fischertaschenbücher mit Werkkreistexten, die in vielen Bibliotheken und privaten Bücherregalen zu finden waren, auch in meinen. Mit diesem Anspruch verbunden war ein ausdrücklicher gesellschaftspolitischer und gesellschaftskritischer Impetus, eine Facette, die für mich etwas erstaunlich, aber trotzdem manche Feuilletonisten als Defizit in der aktuellen Gegenwartsliteratur bezeichnen. Und damit ein Thema, das wir vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten nochmal in diesem Kontext neu diskutiert wird. Mit der Gruppe 61 und dem Entstehen des Werkkreises ist die Arbeiterliteratur, die es ja auch in anderen Regionen und Ländern gegeben hat, hier im Ruhrgebiet ganz besonders verankert. Ich freue mich sehr, dass es das Fritz-Hüser-Institut übernommen hat, das Jubiläum nicht nur mit diesem Festakt, sondern mit einem umfangreichen ganzjährigen Veranstaltungsprogramm zu würdigen, das uns Frau Barnett ja schon gerade ganz kurz angedeutet hat. Und das haben Sie auch schon gesagt, es ist ein Programm, bei dem es zum einen um eine rückblickende, historisch ausgerichtete Würdigung geht, aber es macht auch deutlich, das Programm, dass die Themen des Werkkreises eine Verbindung zur Gegenwart haben, zu aktuellen Themen, zu unserem heutigen Verständnis von Arbeit und dass sie ihren Niederschlag auch heute in der aktuellen Literatur finden. Meine Damen und Herren, mir fällt eigentlich gar keine andere Einrichtung ein, die so geeignet ist, dieses Jubiläum auszurichten, als das Fritz-Hüser-Institut hier in Dortmund. Es besteht zum einen aus einer umfangreichen Spezialbibliothek, vor allem aber ist es ein wichtiges Archiv zur Literatur der Arbeitswelt mit zahlreichen Vor- und Nachlässen von Autorinnen und Autoren, gerade auch von solchen des Werkkreises. Diese Sammlung ist eine unverzichtbare Grundlage für die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Arbeiterliteratur. Und sie ermöglicht es, das Thema authentisch zu vermitteln und im besten Sinne begreifbar zu machen. Denn so wichtig Forschung ist, im Letzten muss es darum gehen, daraus gewonnene Erkenntnisse auf ihre aktuelle Relevanz zu befragen und sie für Bildung und Kultur zugänglich zu machen. Und wie das geht, zeigt das Hüser-Institut immer wieder mit dem aktuellen Jubiläumsprogramm, genauso wie in seiner alltäglichen Arbeit. Liebe Frau Barnett, namens der Landesregierung wünsche ich Ihnen, Ihrem Team und allen Mitwirkenden viele erfolgreiche und erkenntnisreiche Veranstaltungen. Und stellvertretend für viele Autorinnen und Autoren, die den Werkkreis von Beginn an und zum Teil bis heute mit ihren Arbeiten geprägt haben, darf ich Ihnen, lieber Herr Schöfer, ganz herzlich zum Jubiläum gratulieren. Ich freue mich jetzt sehr auf die Podiumsdiskussion, die gleich auf dem Programm steht, und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.